Buch Ambrosius war der letztgenannte Rohr. Tom Mickel und auch Ferro ist noch nicht wieder dabei. Im Tor steht Johansson und der muss das erste Mal jetzt hier wirklich richtig aufpassen. Und das 1:0 sehen wir hier durch Yannick Agnero. Jubelt für ein Testspiel ganz schön. Munter los, der Junge. Freut sich auf jeden Fall über seine Bude. Nicht mit dabei sein können. Oder hast du die alle schon am Start gehabt eben? Das war eine wilde Szene. Und auch die Nationalspieler, die am Start sind, jetzt vielleicht die erste Chance für den HSV. Mickel Kaufmann. Und da, Muheim macht den Ausgleich hier nach 6 Minuten. Und gehören auch sonst zum Kader, wie zum Beispiel der erst 17-jährige Andreas Schjelderup. 13 Ligaspiele in dieser Saison. Und hier sehen wir das 2:1. Wieder Abpraller, Schuss Muheim. Und dann ist es Robin Meissner, der, nee, Mohaier war es, der Torschütze vom Dienst. 5 Tore ja schon. Geld auch damit eingenommen in den letzten Jahren. Vielversprechendes Profil und vielversprechender Pressingversuch auch von den, der jetzt belohnt wird. Lasso Koulibaly markiert hier in der 19. Minute das 2:2 und da können wir Marco Johansson den Assist gut schreiben. Nicht aus der Verantwortung nehmen, leider Gottes. Holt sich den Ball da ab, das Positionsspiel und der Walter, wo auch jeder Spieler auf anderen Positionen mal auftauchen kann und Räume besetzen soll. Jatta jetzt, guter Ball dort nach außen, dann aber ja, doch nochmal hinten umgespielt. Gute Flanke, Muheim mit dem Kopf. 2. Tor für Miro Muheim in diesem Spiel. 45. Minute bringt den HSV kurz vor der Halbzeit nochmal in Führung. Dann Simon Adingra mit der Nummer 17 und auch in die Partie. Und da das jetzt alles sehr schnell ging und es vor allem sehr viele Wechsel gab, müssen wir das hier alles nochmal in Ruhe sortieren. Nochmal nachreichen. Also Adinga, Tychosen und auch Andersen haben wir auf jeden Fall gesehen, die drei Jungs. Aber tendenziell stand da auch noch ein 4. oder ein 5. Von daher sortieren wir das nochmal. Der HSV sortiert sich jetzt auch im Angriffspressing. Jatta auf Mickel Kaufmann, Abstauber, Kinzombi und das 4:2. 59. Minute. Haben sie die Dänen genauso schnell überspielt wie schon in der einen oder anderen. So auf der 8er-Position gespielt, auf der rechten Seite. Jetzt neben Glatzel, der eher rechts zu spielen scheint. Und das Tor für Nordsjælland. Koulibaly ist es wieder gewesen. Jamra dauert lange, bis er eine Anspielstation findet. Jetzt in Glatzel, guter Ball, Kaufmann. Gegen Tuchosen. Gute Flanke und da ist Meissner. Gute Antwort des HSV. Schöner Angriff. 5:3 in der 70. Minute. Und auch Robin Meissner macht seine Bude nach guter Vorarbeit von Mickel Kaufmann. Cent Sorgen, wichtiger Spieler in der Regionalligamannschaft von Cheftrainer Pitt Reimers. Jetzt aber erstmal Robin Meissner, schöner Steckpass auf Robert Glatzel, der mit der Chance und mit dem 6:3. Es geht munter weiter, ohne Pause, Tor um Tor um Tor. Andersen, der sich da bereit macht, ziemlich ausführlich die Variante anzeigt und dann ja, ein bisschen Schnee drauf auf der Flanke. Zweite Chance aber für Bocha und dann steigt er da hoch, der Innenverteidiger. Nagalo müsste das sein. Verliert ihn rechts unten flach. Glatzel mit dem 7:4 in der 87. Minute.